Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken. Mittlerweile sind wir bei Tag 5 des Weihnachtsprojektes in The Division 2 angekommen. Und ich zeige euch hier in aller Kürze, falls ihr es nicht schon irgendwo anders gesehen habt oder gerade erst von der Arbeit heimkommt, wie ihr den heutigen Rucksackanhänger bekommt. Das Ganze nennt sich Krampus und dem einen oder anderen, gerade aus dem süddeutschen oder dem angrenzenden österreichischen und Schweizer Raum, wird dieser Begriff ja was sagen. Krampus oder wie es bei uns in der Gegend heißt, die Krampen, das sind nämlich mehrere, sind die bösartigen Begleiter des ja, Nikolaus. Und bei den ganzen Umzügen, die wir hier jetzt in der Vorweihnachtszeit hier gerade in meiner Region haben, sind das meistens mehrere in ja, ziemlich aufwendig geschnitzten Masken und gestalteten Kostümen, werden dann meistens von gut angeheiterten Jugendlichen aus den umliegenden Dörfern gespielt, die dann auch ab und zu mal im Eifer des Gefechtes beim Umzug gewalttätig über die Stränge schlagen. Nun ja, sei es drum. Also, wo finden wir denn diesen Rucksackanhänger? Dazu gehen wir natürlich mal wieder auf unsere Map, schauen uns erstmal die Projekte an, was müssen wir überhaupt machen. Und da haben wir das Winterprojekt. Und wir sehen hier, wir kriegen den Krampus und wieder knapp 50.000 XP. Und die Beschreibung lautet: Wir haben einen Bericht erhalten, nachdem feindliche Kräfte einen Behälter irgendwo vor dem Manning National Museum of Art versteckt haben. Es wäre großartig, wenn Sie den sichern könnten. Aber natürlich, so, das Manning National Museum of Art, wie man hier hinter mir schön an der Wand lesen kann, befindet sich wo? Und zwar nehmen wir als Referenzpunkt einmal das Theater und District Union Arena. Ich habe mich einfach zur District Union Arena teleportiert, bin dann hier durchgelaufen und stehe jetzt momentan hier direkt vor diesem Gebäude. Und das ist das Manning National Museum of Art. So, und wenn wir uns jetzt hier nach vorne unseren Blick richten, dann sehen wir schon, wir haben auch hier einen Weihnachtsmarkt mit lauter roten Geschenken. Und das Geschenk, was wir suchen, befindet sich gleich hier freundlicherweise in der Mitte vor uns. Da ist es. Ich habe bei meinem ersten Video, in dem es um die Jingle Bells Emote-Geschichte ging, den Hinweis gekriegt, dass es bei anderen Leuten auch andere Pakete waren, die man zu, ja, die es zu finden galt. Ich glaube aber, dass das mit dem Karussell zusammenhing, weil in der Beschreibung stand, hoffentlich musst du nicht zu oft im Kreis laufen. Ich gehe also davon aus, dass es auch bei euch hier dieses Paket ist. So, wir interagieren, bekommen den Vorratsnachschub. Gehen wieder zurück in unsere Projekte und spenden den Vorratsnachschub und haben damit das Tag 5 Projekt abgeschlossen. Dann schauen wir uns den guten Krampus auch gleich nochmal an. Der ist nämlich wirklich gut gemacht. Das ist einer der wenigen ja, Bekleidungsanhänger, wo ich sagen würde, beziehungsweise Rucksackanhänger, den solltet ihr euch wirklich holen. Da ist er. Und wir können uns das Ganze auch Steuerungsanzeige aus mal ein bisschen näher anschauen. So rum, beim, das ist alles ein bisschen blöd gemacht. Na, so, jetzt sieht man. Und ich finde, der ist auf alle Fälle gut gemacht. Und er sieht auch genauso aus wie die Masken, die ich vorhin erwähnt habe. Also hier haben wir einen waschechten Krampus, den wir uns an den Rucksack hängen können. Gut, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Zumindest für heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen ja, an der Liga weiterfarmen. Dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Morgen früh, Sonntag, den 10. Dezember, wie immer jetzt im Dezember, ab 9 Uhr morgens deutscher Zeit, bin ich wieder am Livestream in The Division 1 Survival. Würde mich freuen, wenn ihr alle, ja, vielleicht wenn ihr Zeit habt, dort aufschlagen würdet. In letzter Zeit haben wir ja da immer über 100 Zuschauer. Und ja, wie gesagt, morgen früh ab 9 Uhr bin ich wieder live. Apropos live, noch eine kleine Randbemerkung. Ich habe gerade gesehen, dass der gute Charles tatsächlich wieder bei Division 2 streamt. Vielleicht ist er ja noch online oder live, besser gesagt, wenn ihr dieses Video zu Ende seht, dann könnt ihr mal rüberschauen, was der so macht. Offensichtlich hat The Day Before dann doch was Gutes gehabt. Hat ihn dann wieder zurückgetrieben in die Division 2 Gefilde. Ja, so, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend.
Bleibt gesund, viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Bis dahin verabschiedet sich euer Ü40.